Ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute spielen wir den LS22. Ja, ich habe schon so ein paar Sachen hier gemacht. Genau. Jo. Die Halle, die da hinten steht, da war vorher sowas anderes. Da musste ich den Boden anheben und habe dann die Halle da drauf gesetzt. Und die kleine Werkstatthalle. Die Traktorhalle, die habe ich auch weggemacht. Die ja vorher war. Habe ich jetzt, würde es noch jetzt dran sein. Ja, halt eine Halle für irgendwelche Geräte hingemacht. Und ja. Also, so wie man sieht, habe ich auch schon ein bisschen gearbeitet. Jo. Ja, das müssen wir jetzt mal hier wegmachen. Einfach nur hier hingekippt habe, um das Feld da hinten wegzumachen. Das ist nämlich Silage. Das kann man als Silage dann benutzen. Also ich will noch was bauen, wo man das dann reinkippen kann. Vielleicht auf irgendein Feld und ja. Genau. In den LKW noch steigen und dann in den Reichen holen. Dann fragen wir doch mal, wir holen was. Dieses Mikrofon ist im Weg. Was ist hier los? Junge, das sieht ja irgendwie ganz anders aus. Das ist ein Scheißteil. Ey, und das Mikrofon ist das total im Weg. Und dieser Arm, den kannst du auch in die Sonne kloppen. Wenn er überhaupt dran geht. Muss sein, dass das ein bisschen zu hoch ist. Das war vorher, war das anders. Muss ich gerade noch mal das speichern das Spiel noch mal verlassen, dann muss das geändert werden. Nee, nicht erweiterte Einstellungen. Ja, dann war es das. Ey, dann kann man das nämlich auch in der Kabine ändern. Das ist eigentlich gut. Das war mir so ein bisschen... Ja... Und LKW, das war der LKW, oder was? Tja. Dieser Arm von diesem Mikrofon, das regt mich irgendwie auf. Das Ding viel zu dicht ist und immer wenn ich da den Arm dahin mache, dann stoße ich mich also an diesem blöden Mikrofon an. Das ist so gut.
einfach mal funktionieren. Ja, jetzt fahrt auch mal da raus. Also. Ist weggeschoben. Schon so in dieser Zaun, diese zwei Zäune hier im Weg, müssen sie nicht richtig durch. Das fängt halt an. Dann zeige ich euch auch mal, wie man mit dem LKW auf dem Feld fliegen kann. 2x. Geschichte raus. So, normalerweise so, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen nach auf. Welche Richtung wäre das so sinnvoll? Irgendwie die Richtung, die ich jetzt stehe. So, klicken wir das runter. Neu an, okay, das sind alles hier. Gas geben halt. Ja. Können wir nämlich jetzt hier schön das Ding hier fliegen und dann passt das. Hat nichts zu tun. Ja, ich will nochmal sagen, mit den Videos, das wird so ablaufen, in dem Tag, wo ich sie mache, werden sie nicht auf YouTube erscheinen. Die erscheinen immer einen Tag später. Kann es leider nicht ändern. Es ist leider so. Internetverbindung ist geil. Ja. Ich hoffe, es ist bald gemacht. Ich habe mir überlegt, ob ich mir jetzt einen neuen Monitor hole, weil ich muss mir einen neuen holen. Ja, habe ich den jetzt doch nicht geholt. Ich werde den wahrscheinlich nächsten Monat holen. Deshalb kann es auch sein, dass aus dem Grund die Pixeldichte mal mehr pixelt, mal weniger. Wie gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt, wenn ich dieses Video jetzt mache, bei dem PC ihn auf 30 FPS runtergeschraubt, weil das halt zu stark war. Sehr schön, wenn man mal hier was macht. Daher sehe ich, aber das sehe ich nicht selber, das lasse ich machen. Weil ich nicht weiß, wo man die Samen hätte kommen können. Deshalb leider lasse ich das machen. Wenn nicht, dann wird das dann machen, aber weil ich eh nochmal noch arbeiten muss. Und ja. Ja, doch, gerade so. Hier rankomme. Theoretisch hier. Weil wenn ich das einen Helfer machen lasse, dann befährt er sich total in dem Zaun. Hatte ich auch schon mal von LS22. So. Das wird selber fahren. Ich angefangen hatte, da hatte ich wieder so einen kleineren Rechen, aber es ist schon nicht schlecht, dass der jetzt schon groß ist. Dann kann man ja sehen, was für eine Menge ich schon mit zweimal fahren schon weg war. Mit so einem kleinen, da hätte ich zigmal fahren müssen. So 20 Minuten, dann ist es halt gemacht. Dann kann man es sehen, perfekt. Dann
Traktor kriegt nämlich jetzt gleich auch was zu tun, aber das, da muss ich noch ein bisschen mehr wegmachen. So, nicht, dass die, das Traktor und LKW sich dann ineinander fahren. Das will ich nämlich nicht. Sich ist das Spiel echt nice. Wie gesagt, wegen den Pixeln, beschwört euch nicht. Ich bin dran, das zu beheben. Ich bin die ganze Zeit schon dran. Aber irgendwie geht es einfach nicht so, wie ich es mir vorstelle. Also wie gesagt, ich habe hier einen Monitor stehen, der 1050p hat. Und von dem ich den PC abgekauft habe, der hat mir gesagt, ja, der Monitor zu alt. Durchaus tausend. Und dann sollte das auch behoben sein. Und dann ist trotzdem immer noch die Internetsache. Ich weiß nicht, wann es gemacht wird. Solange wie das nicht behoben ist, kann ich nicht vernünftig streamen. Das ist halt der Haken. Ich kann es ja nochmal versuchen mit neuem Monitor. Ja. Aber wann der neue Monitor kommt, das weiß ich auch noch nicht. Ich wollte eigentlich das diesen Monat machen, aber das ging nicht. Da waren andere Sachen, die waren erstmal wichtiger als ein Monitor. Mist. Das wusste ich. Wenn ich einmal den Timer anlasse, war ich total. Das geht so, passt doch schon wieder nicht. So, jetzt soll es aber gehen. Wo fahrt ihr jetzt da rum? War doch nicht so. Genau das wollte ich nicht. Du darfst jetzt wieder zurückfahren und darfst das, was du nicht gemacht hast, darfst du nochmal nachholen. So. Jetzt hat die Hälfte nur gemacht. Egal. Wenn es gemacht wird, dann will ich schon, dass es vernünftig gemacht wird. Nicht so, ach, kann man ja später machen. Nee, nee. Bei mir jedenfalls nicht. Das wollte ich mal lieber aus. Nicht, dass diese Audiospur von dem Radio noch ins Mikrofon kommt. Dann kann ich nämlich das Video gleich kontrollieren. Ich will gerade mal gucken, wann mir das aufgefallen ist. Geht sofort weiter. 13. Minute, gut. 49, gut. Weil ich nicht weiß, ob das aufgenommen worden ist oder nicht, deshalb muss ich das dann bis zur 13. Minute überprüfen. Nachhinein dann und dann sollte das hier. So, dann haben wir die Sammlung, der für das Sehen zuständig ist, den auch gleich nochmal mithelfen lassen. Ja, ich drehe jetzt gleich nochmal und dann hole ich den Traktor herbei und dann kann der auch schon mal mithelfen. Andere Feld ist ja schon gesät, wo man schon da mehrfach drüber gefahren ist. Jetzt haben wir dann keinen Zaun mehr im Weg.
Wenn wir es schön ohne Probleme betreten. Ich muss ins Gebäude gucken. Traktor holen. Den Streuer dann streuen darf. So. Du rüttelst. Hier hält er an. Alles klar. So, müssen wir jetzt schnell weitermachen, nicht dass er jetzt gleich hier hin ist. Hat ja auch einiges an Sinn. Das soll alles reibungsfrei funktionieren und dann schauen wir mal, was wir danach machen. Steht denn dahinter im Weg? Ich glaube, diese Maschine, die das hier abgemacht hat. Steht nämlich da noch. Ja, die hat man da vergessen wegzuholen. Wegzufahren. Sieht das nur aus, dass das Feld krumm gefügt worden ist, oder ist das so? Ja, das ist wirklich gut. Ja, gut. Werden wir das jetzt auch so, wie es gemacht wurde, ist reinfahren. Und wir müssen fertig werden. Weil der Helfer, der kostet nämlich Geld und der soll nämlich auch seine Arbeit gescheit machen. Die Maschine nicht zu vergessen. Wir sind schon zügig mit dem Traktor unterwegs. Obwohl der nicht so viel Power hat. Was macht er denn jetzt da? Das wird, glaube ich, nichts, oder? Na doch.
Das war's. Schon schöne Wellen da hingeschlagen, super. Steht ein Baum im Weg. Ja, gut, das geht nicht. Ach Leute, lasst doch mal das Ding da dran. Das ist ja. Das muss mal echt passieren. Drückst du auf die falsche Taste, dann verlierst du dein Rechen. So. Oder deine Maschine ohne dein Rechen weiter. Und in echt hast du ja so eine Außenkamera nicht, dass du es überprüfen kannst. Dann stellst du auf einmal fest, ja komisch. Irgendwas habe ich verloren. Wenn der Baum dann nicht wäre, ne? Jetzt muss ich um diesen Baum drum rumfahren. Level ist aber ganz schön schnell. Hat er schon die Hälfte vom Feld gemacht. Wenn man nicht im Wege fährt, ist mir das egal.
wird das gleich wie eben. Wie ist das? Naja, das wird wahrscheinlich nicht gehen, oder? Erfolgreich. So, jetzt muss die Maschine gleich, die da hinten steht, mal weggefahren werden. Sonst geht das nicht. Also der Traktor, der ist auch am Anmarsch. Die muss jetzt schon weggefahren werden. Vorbei. Dass irgendeiner diese Maschine mitten aufs Feld gefahren hat. Ja. Benutzt, dahingestellt und das war's. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich hätte vielleicht die Discord-Gruppe erst erstellen sollen, wenn ich ein bisschen erfolgreicher gewesen wäre. Wäre vielleicht besser gewesen. Dann nerven die mich jetzt auch aus meinem Discord-Chat, ob ich vielleicht zu irgendwas Lust habe zu spielen. Wahrscheinlich irgendein anderes Spiel. Und die Freunde sind so von mir. Ah ja, alles klar. Erstmal schön da irgendwas hin. Hinmachen. So, die Maschine fahren wir jetzt gleich mal dahin, wo sie hingehört. Und in die Garage. Discord, das ist gut. Oh, jetzt ist ja gut gestreut, stimmt. Warum nicht auf dem Feld? Das mag ich gar nicht. Irgendwer muss ja wohl wichtig sein. Das kann ich hier alles anschreiben. Will ich da in meinen Discord-Dings jetzt so viele Leute tippen. Ich hoffe, die Maschine passt da rein, in die passt wahrscheinlich da nicht rein, oder? Mit muss ich die andere Geräte stellen, so. Ich glaube, die passt da nicht rein. Ich probiere es aus. Wenn sie hängt, dann wissen wir es, dass sie nicht da reinpasst. Weil das Dach von der Maschine ist schon ganz schön groß. Ja, wusste es. Ich wusste es, dass er nicht reinpasst. Egal, muss man so in die andere Gehäuse stellen. Da sollte sie ja reinpassen. Nee, passt jetzt hier nicht rein. Das Ding ist vielleicht nicht so runter. Nee, das nicht. Ich
Aber ja, so passt, aber so passt doch nicht. Ach, das Ding ist im Weg. Doch, doch, da passt wieder. Wo stellen wir sie denn hin? Im Mähdrescher denke ich jetzt erstmal. Muss dann erst dann noch mal vernünftig weggeparkt werden, weil so steht es auch ein bisschen, naja. Aber es ist jetzt erstmal da, wo sie ist. Wenn man sie dann wieder braucht, kann man sie sich dann wiederholen. Aber jetzt renne ich da zurück und hoffe, dass der Traktor noch nicht so weit ist. Oder ob er schon hinter meinem LKW steht und ich sagte ja, wann geht's denn mal weiter? Ich glaube, der Traktor, der sieht jetzt das, den Rest, ne? Ne, der dreht. Ne, der ist noch nicht so weit. Das ist ja dumm. Aber der ist schon nah dran. Was ist denn das alles mit diesem Spot-Chat? So, dann fahren wir das jetzt noch. Und dann war es das für das Video. Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Können wir den LKW noch wegbringen? Ja, ich muss eigentlich noch eine Halle bauen für diese Sachen, die nicht da reinpassen. Obwohl das Ding, das bleibt dann im LKW. Bitte. Was ist denn heute los mit Discord? Ich denn, wenn ich jetzt näher wäre, dann wäre ich dem Traktor in die Quere gekommen. So, jetzt bin ich weg. Jetzt kann der Traktor hier machen, was er will. Da kann man, glaube ich, auch durchfahren. Wenn ich da durchpasse, dann fahre ich da durch. Soll ich hier durchfahren? Kann ich da? Ja, durch ja, aber ich komme hier nicht raus. Das Haus steht mitten im Weg. Das war doch doof, hier durchzufahren. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Na super. Ja, müssen wir woanders hinfahren. Das ist jetzt nicht. Und der Baum ist im Weg zu.
So Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal einer Fortsetzung. Da wird es wahrscheinlich so sein, dass ich dann mit dem Mähdrescher zugange bin und ja, genau. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao.